Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Ausblick. Es geht um die britischen schweren Kreuzer. Wir haben Bilder, wir haben technische Daten zu allen britischen Kreuzern. In diesem Teil, den ihr jetzt schaut, geht es um T5 bis T7 Schiffe inklusive einem Premium-Kreuzer. Und in dem nächsten Video geht es dann um T8 bis T10 Schiffe. Und ja, wir wollen euch so ein bisschen die technischen Daten anbieten. Alles natürlich, selbstverständlich, wie immer, Work in Progress. Das heißt, das kann sich alles noch ändern, was wir jetzt hier besprechen. Aber wir wollen auch so ein bisschen den Vergleich ziehen zu den leichten Kreuzern. Wo liegen die Unterschiede? Wie gesagt, es ist natürlich noch veränderlich, deswegen ist es nur ein Indikator. Nehmt es bitte nicht ernster als eine, nur als grobe Richtung. Ja? Fangen wir zuerst an mit dem britischen Kreuzer Hawkins. 32.200 Trefferpunkte und 13 mm Grundplattierung möchte Wargaming uns da anbieten. Wir haben jetzt dann 5.000 Trefferpunkte mehr. Die Panzerung ist quasi gleich dick. Bei den Hauptgeschützen haben wir hier 7 Türme A1 Rohr 190 mm. Das ist natürlich größer als bei einem leichten Kreuzer. Der hatte nämlich die Emerald, hat 152 mm. 13,9 km können wir weit schießen, das ist 600 Meter mehr. Und jetzt kommen wir zum ersten Highlight. Wir haben hier HE und wir haben AP. Wie groß die Penetration sein wird bei den HE-Granaten, weiß ich nicht. Ob die ein Viertel bekommen oder ob die bei ein Sechstel bleiben, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Steht auch noch aus, ob das da, also nach meinem Kenntnisstand zumindest. Ne? 13% Brandwahrscheinlichkeit, Mündungsgeschwindigkeit ist bei AP und HE gleich, 844 Meter die Sekunde. Nachladezeit ist natürlich ein Ticken langsamer, 13 Sekunden werden hier angegeben. Und wir haben 18 Sekunden Turmdrehzeit, also ein bisschen träge. Streuung 129 Sigma 2.0. Torpedowerfer 2x2, also 533 mm dick oder breit oder Durchmesser, wie auch immer. Das ist die Hälfte oder na, die doppelte Hälfte von dem, was die Emerald hat. Nämlich die hat 4x4. Ja, also 2x2 zu 4x4. Reichweite, Maximalschaden und so weiter ist identisch. 15.733, Reichweite 7 Kilometer, 59 Knoten schnell. Aber die Nachladezeit ist hier bei der Hawkins viel, viel schneller, nämlich 53 Sekunden. Bei der Emerald sind wir da, ich glaube, bei 100 Sekunden roundabout. Legt mich jetzt bitte nicht ganz genau fest, aber es ist auf jeden Fall viel, viel länger. Und dann haben wir ja natürlich auch hier wieder die Option zum Einzelabwurf der Torpedos, so britische, typische britische Eigenschaft. Flugabwehr geht bis 5,8 Kilometer hoch, 21, 126 und 60 kontinuierlicher Schaden pro Sekunde. Das war jetzt Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Ich denke, das kann sich sehen lassen auf der Tierstufe. Ist okay. Geschwindigkeit 30. Knoten, Wendekreis 640, 30 Knoten ist 3 Knoten langsamer im Vergleich und wir haben einen 30 Meter engeren Wendekreis als der leichte Kreuzer, lustigerweise. Die Ruderstellzeit ist dann wieder träger, 9,1 Sekunden zu 7,8. Das, wie gesagt, sind auch immer die besseren Werte, also die ausgebauten Werte mit allen, mit den verbesserten Modulen, aber keine Verbesserung und kein Kapitänskill eingesetzt. Ne? Das sind die Werte, die ich hier vergleiche. Oberflächenerkennbarkeit 12,6 Kilometer, Luft 6,4, Nebel 6,9. Das ist natürlich alles ein Ticken weiter als das, was wir dann jetzt zum Beispiel bei der Emerald eben zur Verfügung haben. Dann haben wir 3 Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, eine Reparaturmannschaft, die 28 Sekunden lang pro Sekunde 161 Trefferpunkte im Maximalen wiederherstellen kann, bis zu 3 Ladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. Und ja, dann haben wir noch die hydroakustische Suche, 3 Kilometer Schiffs- und Torpedoentdeckung. Das steht da jetzt erstmal dabei. Und dann kommen wir zur Devonshire T6 Kreuzer der britischen Navy, also schwerer Kreuzer, ja. So viel Zeit muss sein. Wir haben 34.400 Trefferpunkte zu 28.700, was die Leander hat. 16 mm ist hier die Grundpanzerung. Die Leander hat noch 13 mm. Also hier sind wir dann 3 mm dicker. Das heißt, Overmatch erst ab 229 mm. Heißt also sämtliche Schlachtschiffe. Bei Kreuzern ist das schon wieder besser, weil da geht es ja selbst auf dieser Tierstufe so 203 mm ist da, glaube ich, das Maximum oder der durchschnittliche, was man da so hat. Da würde man dann abprallen lassen. Das ist bei 13 mm ja nicht der Fall, da wird es ja dann mit bei 186 mm schon ein Overmatch geben. Also die schweren Kreuzer sind da definitiv ein Ticken besser gepanzert und können sich gegen andere Kreuzer mit AP-Munition besser wehren, sozusagen, weil sie einfach nicht overmatched werden. Ne, dann haben wir 4 Türme, A2 Rohre, 203 mm, Kampfreichweite 14 km, das sind 800 Meter mehr als die Reichweite der Leander stockmäßig ist. Ne? Also mit den ausgebauten Modulen auch da.
Dann haben wir auch hier die HE-Granaten wieder zur Verfügung. 15% Brandwahrscheinlichkeit, Alpha Damage 2850. Die Granatengeschwindigkeit ist langsamer als beim T5-Schiff, 814 Meter pro Sekunde bei HE sowie bei AP, 4500 Alpha-Damage bei den AP-Granaten, auch die sind natürlich stärker als das, was die lernen da von Hause aus, bietet Nachladezeit 12 Sekunden, die Turmdrehzeit recht träge mit 22,5. Und dann haben wir hier 130 Meter Streuung bei einem Sigma von 2.0, ist hier zumindest die Angabe. Die Torpedos sind hier angegeben mit 2x4 Werfern, also 2 Viererwerfer sozusagen, einer an der Steuerbord und einer an der Backbordseite. Und so wie ich das jetzt erkenne, ist hier alles hundertprozentig identisch von der Reichweite, von der Geschwindigkeit, von der Nachladezeit und so weiter. Bei der Flugabwehr kommen wir ebenfalls wieder bis 5,8 Kilometer hoch und jetzt auch wieder die gleiche Staffelung, Kurz-, Mittel-, Langstrecke, 158, 151 und 95 kontinuierlicher Schaden pro Sekunde ist da aktuell angegeben. Die Geschwindigkeit ist bei der Leander bei 32,5 Knoten, hier bei unserer Devonshire sollen es 31,2 Stand jetzt werden. Der Wendekreis ist träger, wir sind 70 Meter weiter, 7,8 Sekunden ist die Ruderstellzeit, die ist identisch mit der Leander, lustigerweise. Oberflächenerkennbarkeit 11,5 Kilometer, Luft 6,6. Das ist interessant, 6,6, da sind wir nur 200 Meter weiter zu entdecken bei der Luft. Zur See sind wir 1,2 Kilometer weiter zu entdecken. Im Nebel geht es dann um 1,8 Kilometer nach oben, wenn wir im Nebel stehen und schießen, als bei einem leichten Kreuzer. Dann haben wir wieder Verbrauchsmaterialien, auch hier Schadensbegrenzungsteam, unbegrenzt verfügbar, Reparaturmannschaft haben wir hier auch schon in Slot 2. Da gibt es dann 28 Sekunden lang 172 Trefferpunkte pro Sekunde dazu, wieder, die wieder aufgebaut werden können im Optimalfall, also wenn ihr gebrannt habt zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich die hydroakustische Suche hier wieder, auch wieder 3 Kilometer für Schiffe und für Torpedos. Und dann kommen wir zum Premium-Kreuzer, und zwar T6 London, so heißt der gute Dampfer. Ist eine Abwandlung der Devonshire, aber ja, interessant gemacht. Trefferpunkte 34.600, das ist ein bisschen mehr als das, was ich eben euch gerade bei der Devonshire vorgestellt habe. Die Plattierung ist gleich, wir haben die gleichen Türme, 203 mm Kaliber, aber die Reichweite ist anders. Wir haben hier nur 13,4, während die Devonshire, ich schaue gerade einmal, 14 Kilometer hat, das habe ich ja eben schon gesagt, aber bei den ganzen Werten hier. Dann haben wir HE 15% Brandwahrscheinlichkeit, AP 4550. Die Mündungsgeschwindigkeit ist hier wieder schneller, nämlich 855 Meter pro Sekunde, also da gibt es einen Unterschied. Dafür ist die Nachladezeit mit 15 Sekunden angegeben. Das dann bei dem Forschungsbaumschiff noch 12 Sekunden, also doch 3 Sekunden Unterschied. Oh, das ist interessant. Und die AP-Granate macht 50 Alpha-Damage mehr Punkte, wenn man dazu sagen will. Ja, durch die kürzere Reichweite haben wir natürlich auch eine geringere Maximalstreuung. Das müsste man dann mal ausrechnen, ob das wirklich geringer ist, wenn man das jetzt linear hochrechnet. Dann geht es weiter mit dem Torpedowerfer. Da haben wir 2x4, 533 mm. Der Schaden ist identisch. Die Reichweite ist kürzer. 7 km haben wir hier nur. Nachladezeit ist 106 Sekunden, also länger als das, was der Torpedowerfer des Forschungsbaumschiffs hat. Torpedoerkennbarkeit 1,2, Wendekreis und so weiter, also die Wende des Torpedowerfers 7,2. Einzelschuss ist hier auch verfügbar. Die Flak geht bis 5,8 hoch, die ist aber schlechter als bei dem Forschungsbaumschiff. 130, 77 und 98 kontinuierlicher Schaden pro Sekunde, kann man sagen. Und dann gibt es natürlich auf der Langstrecke noch die Explosion. Die hatte ich jetzt bei den anderen Schiffen auch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ihr seht es ja auch an der Seite, ne, was ich euch da so ein bisschen erzähle. Maximale Geschwindigkeit ist hier mit 32,2 angegeben. So, 710 Meter und 7,8 Sekunden ist da die Ruderstellzeit. Jetzt kommen wir dann langsam zu den interessanten Sachen, weil so ein Premium-Schiff hat ja auch immer andere Verbrauchsmaterialien. Ja, und zwar haben wir hier 4 Slots. Schadensbegrenzungsteam, dann gibt es die Reparaturmannschaft und die hat schon mal in sich. Die ist nur 10 Sekunden aktiv, aber stellt mehr Trefferpunkte wieder her. Ja, nämlich 346 pro Sekunde. Und hydroakustische Suche ist hier ganz normal defensiv 3 Kilometer, Torpedos und Schiffe. Und dann gibt es einen vierten Slot, nämlich den Nebelwerfer. Der ist 15 Sekunden lang aktiv, die Nebelwand steht 99 Sekunden und hat einen Radius von 600 Meter. Davon gibt es im Premium-Verbrauchsmaterial 3 Aufladungen. Eine Sache habe ich euch jetzt noch nicht erzählt, nämlich die Oberflächenerkennbarkeit 12,1, Lufterkennbarkeit 6,6 und
die Geschütze im Nebel 6,8, also wenn man die Hauptgeschütze im Nebel benutzt. Jetzt gucken wir uns das nochmal im Vergleich an. Da sind es 11,5, 6,6, 6,4. Jetzt gucke ich hier nochmal hoch. Ja, also da sind wir bei der Oberfläche auf jeden Fall ein bisschen weiter zu erkennen als mit dem Standard-T6-Schiff vom Forschungsbaum. Okay. Dann schauen wir uns jetzt die Surrey an, die ich euch jetzt hier aufgeblättert habe. T7, schwerer Kreuzer der britischen Marine. Trefferpunkte 35.300. Der leichte Kreuzer hat 31.400 zu dem Zeitpunkt. Auch der leichte Kreuzer hat eigentlich 13 mm. Wir haben hier jetzt schon 16. Dann gibt es natürlich wieder Türme. Hauptbatterie 4 Türme, A2 Rohre, 203 mm. Kampfentfernung 14,8. Das ist kürzer als der leichte Kreuzer, die Fidschi, im ausgebauten Zustand. Ne? Im ausgebauten Zustand hat die Fidschi 15,4 km. Dann haben wir HE-Schaden. 2850, Brandwahrscheinlichkeit 15%, das ist so ein bisschen deckungsgleich, da zieht sich so durch die Kreuzer so ein bisschen durch. Dann gibt es hier wieder die langsame Mündungsgeschwindigkeit mit 814 Meter pro Sekunde, also HE und AP. 4500 ist der Alpha-Damage, wir erinnern uns, bei der London hatten wir 4550. Ne? Ich will nur mal ein paar Unterschiede noch mal ein bisschen herausarbeiten. Nachladezeit hier 11 Sekunden. Auch wieder die träge Turmdrehzeit 22,5 Sekunden. Ja, Sigma 2.0, Streuung 135 Meter. Torpedowerfer haben wir 2 Stück. Jeder Torpedowerfer hat 4 Rohre. Wir machen 15.867 Alpha Damage auf 8 Kilometer. Die Torpedogeschwindigkeit ist gleich, die Reichweite ist gleich. Ich denke, der Alpha Damage ist auch gleich, sagt mir mein Bauchgefühl. Also von daher, ja, wir haben hier... Die Fidschi hat 2x3, wir haben hier 2x4. Also sind wir torpedomäßig sogar mit einem Aal mehr unterwegs bei der ganzen Geschichte. Flakmäßig sieht es sehr interessant aus für T7, wie ich persönlich finde. Kurzstrecke 165 kontinuierlicher Schaden, Mittelstrecke 252 und Langstrecke 74. Da gibt es dann auch natürlich wieder Explosionen in einer Salve 3 und die machten 1190 Alpha Damage. Flak-Reichweite bis 5,8 Kilometer hoch insgesamt. Ne, ihr kennt ja dieses Zwiebelprinzip, umso dichter ihr an das Schiff rankommt, desto größer wird eben der Schaden in Summe vom kontinuierlichen Schaden. Das ist ja jetzt quasi seit einiger Zeit neu. Die Maximalgeschwindigkeit ist hier mit 30 Knoten angegeben, während die Fidschi 32,5 fährt. Wendekreis 660, Fidschi 590 und die Ruderstellzeit 9,4. Fidschi hat da 8,6. Ne? Und dann gucken wir nochmal weiter, was haben wir hier an Verbrauchsmaterialien zur Verfügung. Schadensbegrenzungsteam, in Slot 2 gibt es die Reparaturmannschaft, die 28 Sekunden wieder aktiv ist, also nicht das, was die London hat. Das ist wirklich halt was Spezielles, die Reparaturmannschaft da. Hier sind es 28 Sekunden, 176 kontinuierliche Reparatur pro Sekunde sozusagen. Wir haben Hydro, 3 Kilometer Reichweite für Torps und Schiffe. Ja, und dann gibt es noch einen vierten Slot, nämlich den Aufklärer, der dann eure Gefechtsreichweite erhöht. Und das ist eben auch der Grund wahrscheinlich, warum die Hauptbatterie einen Ticken kürzere Reichweite hat mit 14,8 im Vergleich zur Fidschi mit 15,4. Wir können hier mit dem Aufklärungsflieger dann um 20% die Reichweite erhöhen. Das sind dann quasi 2,8 Kilometer ungefähr, die wir da nochmal raufsetzen können. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber was wir hier nicht haben, was aber die London hat, ist eben der Nebel, ne? Den haben wir hier jetzt nicht. Das haben wir auch bei den anderen Schiffen, Forschungsbaumschiffen nicht, dass da ein Nebelwerfer dabei ist. Das hat nur die London bis jetzt. Ja, und das waren sie schon, die 4 Schiffe, die ich euch jetzt erstmal ein bisschen näher bringen wollte. Optisch sehen sie so meiner Meinung nach typisch britisch aus, von der Kabine her, also von den Aufbauten, so heißt das richtig. Und ja, ich bin ehrlich gespannt, euch dann demnächst diese Schiffe bei uns im Livestream oder bei uns halt hier auf dem YouTube-Kanal in Videos ein bisschen näher zu bringen, vielleicht mit ein bisschen Gameplay auf Abruf dann sozusagen. Ne? Wie immer, ihr wisst, die Livestreams, da könnt ihr dann auch wieder für, Schiffe requesten, die wir dann mal fahren sollen. Wir können Bild zusammen ausprobieren, also eine Sachen. Also schon mal im Hinterkopf merken, immer dienstags und samstags 20.15 Uhr sind wir für euch live. Ja, und manchmal auch zwischendurch noch spontan. Ich hoffe, dass der Ausblick euch jetzt gefallen hat. Nachher gibt es gleich den zweiten Teil T8 bis T10. Bis dahin, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.